Digga, diese Mucke, wenn du das startest, ne, ist so, als würden wir jetzt so einen Blockbuster gucken, Alter. Spider-Man, The Beginning oder so. Und so, yeah. Dieser Sound ist da so. Jetzt wird der Schaufel, was das Zeug hält, Junge. Alright. Okay, ich erstelle mir ganz kurz einen Charakter, Bro. Oh ja, ich will auch. Das dauert eine Stunde wahrscheinlich bei mir. Oh nein. Boah, ich bin er, Junge. Holy shit. Ich starte. Holy shit. Okay, okay. Boah, Digga. Meiner kommt überhart. Kevin, wir müssen arbeiten. Basti, hallo. Grüß dich. Oh, super. Das ist mir auch dasselbe Shirt. Ey, Mann, Digga. Als ob wir dasselbe Outfit ausgewählt haben. Ey, geiler Helm aber. Wir sehen aus wie Super Mario. Wow, ist das scheiße. Kann ich da mal hinten mitfahren? Wenn du möchtest, kannst du gerne mal mitfahren. Ich sag dir ehrlich, 100% Kredit. Aber ich sag dir ehrlich, hat keinen interessiert. Alle denken, ich hab gut was auf dem Konto. Steig mal ein. Juckt doch, fahr mal los, die Kalle. Aber musst du auch sagen, ich stehe hinten wie eine Eins drin. Ich sag dir so, hier bei uns in der Gegend ohne Pickup bist du kein Mann. Das ist bei uns so ein Muster. Das ist eine geschriebene Regel. Ich will mal springen. Fahr mal volle Kanne und ich spring mal. Geh, springe. Oh, es ist low. Oh mein Gott. Ja, ist die noch heile, das Ding? Was denkst du? Das ist doch kein irgendwas. Das ist ein Pickup. Also ich sag so, Bruder, bei mir sieht das hier gerade nicht nach 30 Euro aus. Wir wollen den Leuten was Gutes tun. Kevin, hast du einen Auftrag für mich? Ich hole uns mal einen rein, Kollege. Dann machen wir jetzt erstmal hier so eine. Wir bauen jetzt erstmal eine Hochschule. Es fehlt der Stadt schon länger an jungen Menschen. Kein Wunder, wenn es nicht mehr ein College gibt. Ja. Richtig. Wir beide, zwei Männer, bauen jetzt ein College. Es gibt eine Cutscene! Ich heiße dich in unserer Stadt willkommen. Bro! Als Bürgermeister deutsche ist es meine Synchro. Pflicht, den Bewohnerinnen und Bewohnern den bestmöglichen Lebensraum zu bieten. Jetzt haben wir endlich grünes Licht vom Stadtrat bekommen und mit deiner Firma hoffentlich auch jemanden, der unserer Firma kann. Herr Bürgermeister, für Sie immer noch unsere Firma! Ansonsten ein netter Typ, wa? Super, klasse Typ. Habe ich gewählt. Habe ich gewählt. So, Keuler, gucken wir uns mal an. Da haben wir den klassischen 43er 99. So, hat mal jemand einen 5er Dübel? Hallo! So, scheiße, verdammt, das wird viel. Hier wird die Zukunft lernen. Verstehst Digga, du das? Scheiße, wird das viel. Okay, Keule, wir fangen mal an. Wir müssen jetzt den Oberboden abtragen, wa? Wo ist denn meine Netherite-Schaufel? Die gibt's hier nicht, Bro. Ich würde sagen, wir fahren nochmal zurück ins Office und holen nochmal die Maschinchen, jo. Oder? Ich fahr wieder hinten mit. Na, fahr mal hier. Die Stadt bei Nacht. Mach mal so einen aktiven Überholer auf, so frech. Nee, Bro, Kevin. Nee, machen wir nicht, aber so halb auf dem Bürgersteig stehen ist absolut kein Problem, sagst du? Junge, jetzt lass mich in Ruhe, ich hab Stress, die Kinder, die Nerven. Digga, er spielt auf realistisch, aber steht halb auf dem Bürgersteig. Okay, immer geradeaus jetzt und dann gleich links. Ich sag dir aber. Stopp! Boah, da bist du aber auch in die Eisen gegangen da hinten. Kevin, ich glaube, wir haben unser neues Spiel gefunden für das restliche 2023. Ja, ich schwöre, Digga. Da haben wir doch richtig was zu tun. Ja, überhol mal. Ist doch nachts, kannst du doch machen. Sieht doch die Augen. Oh, ich sehe nichts. Oh! Oh mein Gott, wir haben Bußgeld bekommen. Haben wir? For real? Ich habe 100 Dollar das Ding verloren. Oh, das war das letzte Mal. Ich spiele die ganze Zeit auf Trial. Hier links ist unsere Base. Weißt du, ich spiele die ganze Zeit auf Joke so ordentlich und wir haben schon 100 Dollar verloren. Digga. Okay. Chat meinte, wir sollen uns eine Raupe mieten. Warte mal, lass mal bitte. Also hier kann man sich nichts leihen, Bro. Ich weiß nicht, ob ich gerade nicht richtig bin, aber hier kannst du nichts leihen. Okay, es gibt anscheinend einen Shop. Warte mal, ich guck mal. Fahrzeughandel, Bauhof. Ja, ist alles hier. Baustoffhandel. Ah, du kannst von hier auch machen. Oder sollen wir das Roleplay so machen, dass wir hinfahren? Lass ihn fahren. Okay, dann rauf auf den Picker. Hast du auch mal vorgehabt, irgendwie vorne da am Streifen zu halten oder immer 10 Meter davor? Wenn du mal so viel arbeiten würdest, wie du quatschst. Bro! Holy shit, Alter. Boah, jetzt auf den Basti, du sollst nicht fahren, wenn du sauer bist. Chill mal. Doch, du kennst mich ja. Alles gut, ich hab's nicht so gemeint, sorry. Ich hab ein Achievement bekommen für 100 Kilometer Autofahren. Wir haben noch nichts geleistet. Fahren wir hier links. Da, wo es hell leuchtet. Ja, genau, jetzt hier links rein. Ganz schön was los. Ja, mega. Also hier ist wirklich, also ich weiß gar nicht, ob die noch Autos übrig haben, so voll ist hier. So, Keule. Empfohlene Baumaschine, die Planierraupe. Ich hole hier den von Liebherr, wa? Na gut, dann macht das. Ja, dann gucken wir mal, wie schnell ich damit fertig werde. Warte mal, das Ding hängt hier gerade. Ach du Scheiße.
Alter, ich muss die rechte Kette und die linke Kette einzeln steuern. Na dann viel Erfolg, Großer. Ach du Scheiße. Darf ich Schnellreise machen? Ja, lass, ich glaube, wir müssen, oder? Mhm. Ist jetzt Fail-RP, aber da müssen wir jetzt alle durch. Schnellreisen kostet Geld. Nein! 1000 hat es gekostet. Oh mein Gott. Ja, mache ich nie wieder. So, ich fange mal an, ja? Jo, mach mal. Digga, das ist übelst geil gemacht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann hol ich jetzt schon mal den Honig mal unseren Bagger, ja? Ja, ja, ich bin hier gleich durch. Ich schick mal den Chef ein Bild auf WhatsApp von der Baustelle. Mach mal lieber nicht. Ist nicht so geil hier gerade. So, alright. Basti, mach dich bereit. Wir sind auf 100%. Wir haben's. Geil. Okay, wir müssen jetzt den markierten Bereich räumen. Ja, dann musst du raus mit dem Teil. Ach so, das meint ihr. Okay. So. Haben wir gemacht. Juti. Momo! So, einmal hier rein, bitte. Hier muss mal einmal der gelbe Bereich einmal ausgehebelt werden. Das wird jetzt sehr präzise Arbeit, weil du hast einen sehr großen, also du hast den falschen Bagger. Aber du kriegst es hin, wa? Bock den mal auf. Boah, Digga, das müsstest du jedes Mal machen, ne? Das müsstest du jedes Mal machen. Digga, wenn du das mit dem machst, dann bist du no joke in der Stunde nicht fertig. Oder das dauert so lange. Okay, dann zeig mal. Ja, fast. Baustelle dauert länger als in Deutschland. Ey, ich glaube, unsere Firma ist am BER auch beteiligt oder so. Keine Ahnung, was hier jetzt gerade abgeht. Die kriegen das Teil noch länger. Kevin, du musst mir mal zeigen. Kannst du mir helfen? Das hier, das Ding ist so lang, wie es halt ist. Da geht nichts länger. Bro, let's go! Okay, ja, du hast jetzt so einmal einen Meter gemacht, das ist nicht mal 1% und du hast hier den Haufen in die Zone gemacht, wo es wieder weg war. Warte. Ja. 2%. Also wir müssen jetzt nur noch. Wir müssen jetzt nur noch das hier hinten machen, Bro. Mach, hol du dir auch aber vielleicht ein. Ja, okay. So, Meister! Ich bin da mit der anderen. Ey, Bro, das ist das langsamste Fahrzeug auf Erden, Bro. Ich fahr 2 km/h. Nee, 4. 4 km/h fahre ich gerade. Alter, das ist übelst schwer, no joke. Digga, das ist ultra langsam. Holy shit. Digga, das dauert Jahrhunderte. What the fuck? So. Warte, was war 150 Euro? Wofür? Och, du liebes bisschen. Was hast du denn gemacht? Achso, ich habe eine Dodo für 150 Euro bekommen. Einen Moment. Bin kurz muted. Oh mein Gott. Ist das krass. Nicht, dass du nachher noch irgendwie, weiß ich nicht, die Baggerzinsen noch im Real Life zahlen willst. Oh, scheiße. So, Keule, wie läuft's denn da bei dir? Super, mein Bester. Na, topo. Mach du mit der Frontschaufel mal. Ich hab hier hinten schon ein super Loch gemacht. Digga, Kevin. Das ist so Hardcore-Push. Digga. Also ich sag ehrlich, ich weiß nicht, ob ich gerade so productive bin. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Steuerung ist doch so dumm. Oder ich hab's einfach wieder ausgekippt. In dieselbe Stelle. Hast du überhaupt den Baumeister geguckt? Ja, ich hab's geliebt. Digga, wundert mich null. Ich habe als Kind, also als ich im Kindergarten war, haben das meine Eltern, also meine Mutter hat das auf Videokassette dann für mich aufgenommen, damit ich es nachmittags gucken konnte. Er denkt auch Breaking Bad einfach, keine Folge verpassen. Damit der, ja, weil, damit der ganze Plot Sinn macht am Ende, ne? Weißt du, wer ich ja mein Lieblingscharakter war? Dieser blaue Wichser-Bagger. Das war kein Bagger. Der Betonmischer? Nein, Mixi ist orange. Ah, sorry. Ja, wer ist? Heppo ist der blaue Kran-LKW. Ja, der sieht aus wie du. No joke. Wenn du ein Bagger wärst, wärst du genau der. Oder blaues? Ich weiß nicht, Digga. Der sagt mir einfach, hey, ich bin ein Geogesser übelst gut. You know? Der sagt, der guckt so richtig provozierend einfach. Wie hieß nochmal die Vogelscheuche? Das bist du. Er ist übelst der Hund, Digga. Wer ist er, Bro? Junge, so ein Wichser. Aber sein Besitzer war Bauer Gurke. Guck ihn mal an. Bruder.
Das habe ich nie gefunden, Digga. Oh, was ist denn das? Bauer Gurke, erzkonservativer, zahlt fett Geld, damit Bob ihm die Scheune repariert. Astknolle für seine linksversifften Ansichten. Digga, was ist das? Das ist, glaube ich, nicht original aus der Serie. Auch wieder typisches POV, ne? Während ich jetzt hier die Prozente wieder rette. Nee, Bruder, ich würde die Prozente retten, hättest du nicht swappen wollen. Ja, das hast du recht. Haben wir das so gut gedingstet oder sieht das jetzt extra... Das sieht jetzt nur so aus, wir haben das nicht so sauber geschaufelt, oder? Ja doch, klar, muss ja Chef nicht wissen. Boah! Oh, da kommt das Cash rein! Warte mal, wir haben nur 50.000 bekommen. Sorry, Digga, wo sie gekauft haben. Digga, wo ist denn die andere Hälfte? Ah, ja, das kann sein. Na ja, gut, dann müssen wir mal jetzt auf den LKW, wa? So, dann sehen wir uns bei der Base, oder was? Boah, Digga, 12.000, Junge. Und die anderen Dinger, wir brauchen aber noch mehr, wir brauchen auch Holz. Sollen wir das direkt mitnehmen? Ich kauf's ja, mal und wir gucken mal, ob wir es mitbekommen. Wir müssen es eh irgendwann kaufen. Oh, Bassi. Wir könnten es für 7.000 extra Kronen auch zur Baustelle liefern lassen direkt. Nein, wir sind da jetzt hier schon da mit dem LKW. Gut, dann lass ich dann unseren Hof liefern, ja? Das ist gratis. Ja. Digga, Kevin, niemals. Was denn? Ach du Scheiße. Was denn? Also, ich verstehe, warum es so teuer ist, wenn man es zum Baustelle liefern lassen kann. Digga, es ist so viel. Da fahren wir ein paar Mal, Bro. Kevin, du musst mir mal einmal da hinten ein bisschen stupsen. So. Willst du sagen? Danke dir. Ich fahr wieder ein. Willst du sagen, passt so, oder? Jo, mein Bestes hat ein bisschen Kopfschmerzen. Wie random, Digga. Aber die Ladung ist noch drauf, das Wichtigste. Ja. So, ich komm mit der nächsten. Ups, Entschuldigung. Alles gut, ich hab Versicherung. So. So, Ladies and Gentlemen! Den Stapler lassen wir einfach mal stehen. Wir machen das schon. Und das Material für die Schule auch. Digga, muss jetzt, da müssen die Zwischenlagern. Ey, ich glaube, ich mach mal ein Radio rein. Mach das mal. Okay, ich habe Radio zugefügt, Bruder. Geht es wirklich? Boah, Digga, mach das bitte auch. Kann ich dir den Link schicken und machst es auch rein? Dann haben wir denselben. Schick mal. Okay, warte, warte. Kevin, es ist so ein... So, jetzt wird gearbeitet, oder was? So, halt, wollen wir abladen einmal hier den Arzen. Ja, guck mal, was hier Basti macht. Digga, guck dir mal an, was ich hier für eine Maschine... Also, guck mal, was ich hier für eine Knarre vorne hab. Ich glaube, das Ding könnte schießen. Bruder. Stell dir vor, ich werde Transformer und du sagst so, ja, was ist das für eine kleine Knarre und ich mach den. Ja, Ruhe im Karton. Oh, Alter. Holy shit. Holy shit. Digga, es ging immer weiter. Holy shit. Bruder. So, markiert brauche ich räumen. Oh. Boah. Ja, wird doch langsam das Ding hier. So, Basti, ja, wir müssen jetzt das Streifenfundament gießen und danach das Streifenfundament gießen. Ah, danke dir, Chef. Kein Ding, warte, Digga. Boah! Digga! Boah, sag ehrlich, krasses Teil. So, dann gießen wir mal den Beton rein, wa? Der sicherlich direkt gehen, weil der ist ja sicherlich voll schon mit Beton. Ja, safe. Ja, bei Leertaste kommt jetzt nichts. Ja, der sagt hier, das ist leer und beim Funktionsmenü gibt es nur... Betonaufnahme öffnen, schließen, Licht. Machen wir mal an kurz. Fahrmodus zurücksetzen. Nee. Mm-mm. Ja gut, dann holen wir Beton. Aber wie kriegen wir, also Betonmischer oder wie kriegen wir das Zeug denn da rein? Ich glaube, wir müssen uns jetzt Beton holen und einen Mischer. Digga. Kannst du Navi machen? Rechts. Oh mein Gott. Mit 80 um die Kurve, Digga. Dein Auto ist hässlich, das nehmen wir aus dem Spiel. Mann, Bro, der Arme. Hier ist es, hier ist es. Wo?
Achso. Ja, du sagst nichts, du hast nichts gesagt, also geradeaus. Mann, Dicker, es ist halt einfach, die Baustelle ist hier, du weißt. Das kann also ich kann diesen. Als keiner. Da. So. Hey, Bro, ich wirklich. Wir sind da. Ich kann mal, ich bring das hier hin. Ist jetzt ein bisschen Präzisionsarbeit, aber ich krieg das hin. Ich mach die Klappe auf, ich muss die Klappe erstmal aufmachen. Ja, ich brauche auch noch eine Weilchen, einen Moment. Du kannst perfekt auf die Gummis, über die Gummis fahren. Ja, ja, try ich. Boah, die Kamera ist gerade mega weird. Okay. Oh. Mach langsam, Bro. Langsam, langsam. Jetzt rechts, 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 rechts. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein... Bruder, was ist das? Was ist das? Digga, willst du mich verarschen, Bro? Lass jetzt mal den Chef machen. So, dann zeig mal, was du kannst, Kollege. Na, Digga, der fährt doch öfter. Ja, stark. Lass mich mal aussteigen. Schön. Okay, jetzt schütten. Oh! 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 Geil, befüll mich. Okay, ich steig schon mal ein und leg schon mal los. Ja. Oh, geil. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Gott. Oh! Digga, guck an, wie die Prozente hochgehen. Oh, mein Gott. Oh, mein. Okay, ich muss ein bisschen verteilen. Wo fehlt denn jetzt noch was? Ich glaube hier in der Ecke, ne? Also nah an mir sozusagen. So. Hier, wo ich stehe. Ja, warte. Kann sein, dass das so nah echt schwer ist, Bro. Soll ich übernehmen? Wie klapp ich jetzt den Arm da nochmal ein? Komm, lass mich mal machen. Nee, lass mal. Ah, ich hab's. Ah, jetzt geht's aber los hier. Och, Digga, ja, mach du. Digga, das ist mega, mega schwierig gerade. Aber vielleicht solltest du hier stehen bleiben und kurz mal das andere Fundament gießen. Weil da ist die Range perfekt. Kannst auch so hier so machen, ja. So, schön reinkleistern, die Scheiße. Das ist daneben. Ah, okay, es geht. Ah, schön alle vollkleistern hier. Schön. Ich frage mich, ob ein Musiker nicht nur den Beton trifft, sondern auch den A-Ton. B-Ton. Ach, shit, fuck. Okay, Fundament 1 ist fertig. Geil. Okay, jetzt hat das zweite, dann haben wir es. Bro, ich re-rap, fahr den mal ein, wir müssen den einmal umparken. So. 2% noch, Bruder. Ich weiß nicht, wo du es hinkleckerst, aber wir haben's. Geil. Jawoll. Oh. Digga, jetzt gehen aber erstmal Fluppen auf dich, Digga. Sag ich so, wie es ist. Ja. Boah, ich hab hier richtig durchgesippt im T-Shirt. Digga, ich bin so am Schwitzen, ne? Bro, Basti, das war so geil, no joke. Bro, geiles Game, geil. What the fuck. Ich hab nicht erwartet, dass es so nice ist.